Sie sind überall auf den Straßen von Bukarest und viele machen lieber einen Bogen um sie zurecht. Letztes Jahr mussten über 16.000 Bukarester gegen Tollwut geimpft werden, nachdem sie von streunenden Hunden gebissen wurden. Anfang September wurde Yunus, ein 4-jähriger Junge, in einem Park von einem Rudel Straßenhunde zerfleischt. Rumänien war geschockt. Und Ciprian Ciucu lässt dieses tragische Schicksal seither nicht mehr los. Er ist selbst Vater einer kleinen Tochter und lebt in ständiger Angst. Das Erste, was ich morgens auf dem Weg zur Arbeit mache, ist schauen, ob ein Rudel in der Nähe ist. Wenn ja, dann trage ich mein Kind in den Kindergarten. Alles andere ist zu gefährlich. Der Staat reagiert. Wer will, kann ein Tier adoptieren. Eine tierfreundliche Werbeagentur hat eigenes Geld in Fernsehspots gesteckt, die dazu auffordern. Doch das wird das Problem nicht lösen. Also lässt die Regierung Tiere einschläfern. Es ist schlimm, sehr gefährlich, weg mit den Tieren. Ich halte es für eine große Sünde, Tiere umzubringen. Viele Rumänen füttern die Straßenhunde, das Land ist gespalten. Ein Tierheim in Sibiu, das beste des Landes, sagt die deutsche Tierschützerin Gabriele Gothe. In den meisten Heimen aber sollen beklagenswerte Zustände herrschen. Sie ist dagegen, die Tiere einzuschläfern. Das ist natürlich eine Katastrophe, weil es das Problem überhaupt nicht an der Wurzel packt. Die einzige Möglichkeit, das wirklich zu bekämpfen, ist, dass alle Hunde kastriert werden. Privathunde und Straßenhunde. Und das ist ein Prozess, der dauert 10 Jahre. Und so lange muss die Politik dem Problem Zeit lassen. Viel Zeit und viel Geld. Es ist fraglich, ob die Politik dazu den Willen hat.